Raichu? Für die eine Arena dann einmal ein Donnerblitz drauf und weg ist es? Wahrscheinlich, ne? Das Beste, was du machen kannst, ne? Ja. Heißt einmal hochleveln, bis es Donnerblitz lernt, dann entwickeln und dann rein da mit einem Wahlglas und weg. Wobei ich glaube, niemand Wahlglas brauchst, aber weg. Ja. Was nehmen wir dafür raus? Also entweder Snobilikat oder eins von den beiden Pflanzen-Pokémon wäre für mich auch okay, weil ich denke nicht, dass ich drei Pflanzen-Pokémon brauche. Was nimmst du eher raus? Blubella oder Bisaknosp? Mit wem sind die bei dir so verbunden? Skunkapu oder Porygon? Dann eher das, was mit Skunkapu verbunden ist, und das ist Blubella. Und Blubella hält mehr aus, ne? Aber Bisaknosp entwickelt sich eh gleich. Stimmt, du hast dein Bisaflor. Dann würde ich auf jeden Fall Blubella nehmen. So. Ich habe prinzipiell auch nur zwei Pokémon für die Arena. Und die beiden müssen das dann handeln. Habe ich noch irgendwas anderes? Ich hätte noch ein Luxio, was ich zu einem Luxtra machen könnte. Mhm. Sache ist, das wäre halt nur für dich ein verschwendeter Slot. Hättest du potenziell noch einen Slot, den du erübrigen könntest? Ist nur Billikart höchstens. Das Problem ist, ich habe aber die Rivalität. Unsere Pokémon sind nicht weiblich, das heißt, ich habe dauerhaft einen geschwächten Angriff. Da kann ich es eigentlich auch weglassen. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Das ist ein guter Angriff und ein Kopfnuss. Und ein Bedroher. Den könnte ich auch ganz gut reinwerfen. Mhm. Was haben wir denn bei dir nochmal mit verbunden? Togetic. Falls du schon mal Togekiss machen willst? Ja, kann ich machen. Dann würde ich den nämlich noch gerne reinnehmen, statt eben Snobilikat und Hytera. War doch die beiden, ne? Ja. Ich hab's jetzt hier oben reingesetzt. Okay. Hast du was zum Fliegen dabei? Togekiss kann wahrscheinlich dann fliegen gleich. Na ja, gut. Ich würde jetzt erstmal eben leveln. Jo. Probieren wir es mal mit dem Team, ne? Jetzt, wie machen wir die hier? Wir haben ja noch die ganzen Vortrainer. Mhm. 32, dann ist zumindest dein auch Bisaknosp entwickelt. Können wir machen, aber für Marinus werde ich auf jeden Fall Minzeis und Käsekuchen noch höher machen. Damit die sich halt entwickeln. No. Weil ich ja bis 37 theoretisch dürfte. Mhm. Dann machen wir jetzt erstmal 32. Mhm. Dann ballern wir erstmal die ganzen Trainer weg. Okay. Yay, Smoothie entwickelt sich. Yay. Vielleicht lernt Hax auch noch irgendwie noch eine coole Attacke oder so. Ich würde auch noch eine gute Attacke nehmen, ich habe nur Rasierblatt. Lernt er überhaupt was von alleine noch? He's a good boy. Lernt er überhaupt einen Solarstrahl noch? Und Blättertanz. Weiß es physisch, oder? Rasierblatt auch. Oh cool, ich hab Windstoß. Das ist speziell. Ah. Ach, das ist verwirrend. Da kann man mal mit reinnehmen, vielleicht. Das kann gut reinhauen. Darf ich eigentlich das Pokémon noch wechseln oder ist dann vorbei, wenn ich das mache? Ich glaube, wenn du eins besiegt hast, kannst du danach auch noch wechseln. Hm. Also so schlimm ist die Attacke jetzt nicht. Lachgummi kann ich auch so erstmal leveln und dann entwickeln, ne? Ja. Weil der muss eh alles per Herzschuppe lernen. Wo konnte ich denn Herzschuppen kaufen, weißt du das? Ich hätte jetzt Flori gesagt, vom Gefühl her. Ah, du hast einen Leuchtstein, ne? Und es war auch der Leuchtstein. Keine Ahnung. Weil ich hab's mir so gemerkt, dass der Funkelstein ist der für die Geschlechterentwicklung, weil F für Female. Okay. Und deswegen ist der Leuchtstein der, wo es halt nicht vom Geschlecht abhängig ist. Kann ich eigentlich einen Absorber oder einen Megasauger? Oh, einen Megasauger! Ja, wie passend! Man muss nur was sagen.
brauche ich ja den Absorber nicht. Dann kann ich wenigstens auch Verfall bei den ganzen Wasser-Pokémon einsetzen. Mhm. Hallo Eisstrahl. Hey. Nicht unbedingt für diese Arena, aber... Nimmt man allgemein. Nimmt man mit. Ist er wieder da drauf? Akechi sitzt wieder auf dem Unterstand und frisst ihn ja. Irgendwann ist einfach so ein Loch im Unterstand. Das ist ein neues Hobby. Wirbelwind. Brauche ich nicht. Na gut, das Leveln ist immer so ein bisschen langweilig, aber... Da geht immer noch schneller, als wenn man das alles langsam macht. Ja. Im Gras. Beziehungsweise man könnte es zwischen den Streams machen, aber da muss man halt immer gucken, dass man den Stream auch passend beendet. Ne? Du könntest nicht einfach so wie jetzt mal eben schnell ein neues Team zusammenstellen, ne? Nee. Und das wäre schon ungünstig. Oder du müsstest halt nach jedem Stream alle neu gefangenen Encounter irgendwie, oder generell alle Encounter auf dein jetziges Niveau immer leveln, aber ist ja auch doof. Gott, das wird ja ewig dauern. So, du hast Rasierblatt, Zauberblatt. Das ist beides okay, aber ich pack Zauberblatt nach vorne. Ich finde das schön, dass wir Bisaflor, Meganie und Gewaltrot anhaben. Ja! Fehlt nur noch Shellterra, dann haben wir alle Pflanzenstarter. Ja. So eine spezielle Elektroattacke wäre schon geil. Ja. Das sind sogar gute Angriffswerte. Das heißt, ich brauche noch ein paar Items. Was habe ich denn auf der Box denn noch? Auf der Box? Weil den Pokémon nicht abgelegt habe. Ich wollte gerade sagen, weil du kannst ja keine Items ablegen. Obwohl es bei diesem riesigen Beutel teilweise sehr praktisch wäre. Achso. Meganie kann gerne die Überreste nehmen, so defensiv wie du bist. Das Muskelband hier schnappe ich mir gerne einmal für ihn. Das heißt, noch einen Magneten für Ampharos kann ich nehmen. Mhm. Und Wahl-Item ungerne. Ich kann es gerne mal zu den anderen packen. Ein Wahl-Schal, zwei Wahl-Bänder, drei Wahl-Gläser. Okay. Da ist noch ein Magnet. Ist dein ganzes Team gut ausgerüstet? Ja. Und eine Wundersaat für den stärkeren Megasauger. Okay. Hast du eigentlich Donnerblitz schon gelernt? Ja. Oh, perfekt. Auf Level 26. Kein Krumm. Nun, ich bin halt nicht so der krumme Typ. Was sagt das jetzt über mich? Hast du jetzt einen Donnerstein auch für Pikachu? Lass mich jetzt mal gucken, was ich generell so habe. Ich hätte einen Finsterstein, aber keinen Donnerstein, scheinbar. Lieb. Was bei dir? Könnte Lapras das Wahlband geben für den stärkeren Body Slam? Die drei Krummlöffel, I don't even. Da ist schon mal der Leuchter. Ich glaube, ich habe keinen Donnerstein. Aber ich glaube, den konntest du kaufen. Wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Stadt. Yay! Eventuell entschleierte? Togekiss ist auch schon ein cooles Pokémon. Mhm. Ja. Und Togekiss kann ja auch fliegen lernen, ne? Keine Ahnung, ich hoffe. Hätte ich jetzt schon gesagt, oder? Okay. Glück gehabt. Es ist egal, was du wegmachst. Es ist immer besser. Ich überlege gerade, habe ich noch... Wer hat eigentlich einen Expertenwort gerade? Bisa, glaube ich. Wir können ihn auch gut verwenden. Aber Pika braucht auch noch irgendwas Damage-Boostendes dann. Hast du eine Schlaube? Also Flori für die Herzschuppen? Mm. Wait. Da ist Flori. Eine Schlaubrille? Nee. Magneten? Nein. Elektrotafel? Nein. Hast du gerade mitgeguckt? Hab nicht aufgepasst. Schlecht.
gucken, ob ich jetzt richtig lag hier mit den Herzschuppen. Ja. Cool. Oh, ich habe ja sogar 5. Okay. Okay. Stimmt, ich glaube, ich hatte, als ich die Shops durchgeguckt habe, hier welche gekauft direkt. Da war ja was. Hm. Aber ich kann endlich fliegen. Du hast zumindest jetzt 2 Pokémon in deinem Team, die fliegen können. Kirito, danke für 18 Monate Treue. Super geil von dir. Was wären denn noch so gute Items ansonsten? Wahlglas. Habe ich nicht. Wahlschar, wobei du bist eh schneller. In welcher Etage war das jetzt? Weiß nicht, sprich aber mal hier alle an, die da oben. Das sind eh nur die und im ersten Obergeschoss. Wo wir jetzt auch Leuchtsteine kaufen können. Ja, gut. Und die Tangabeere. Ah, hier habe ich den Mondstein gekauft. I see. Musst du die so nennen? Ja, stimmt, Lehmorb. Lehmorb kann es auch gut reinballern. Blattstein, wir sind nah dran. Und Feuerstein? Ja, fast. Mhm. Safe, keinen Donnerstein zu kaufen. Dann hätten wir aber ein großes Problem. Dann auf jeden Fall den Lehmorb. Für mehr Damage. Finsterstein? Mhm. It's a close one. Sind das nur die beiden Etagen hier? Ja. Aber Pika? Outspeedet Pika Gardas? Oder Fokusgurt drauf. Das wäre auch interessant. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass Pika schneller ist als Gyarados. Aber ich guck mal eben. Kann ich sonst noch irgendwo gucken? In jeder Stadt gab es einen zweiten Shop noch. Oh boy, es tut mir leid, wenn ich das jetzt machen muss. So, Statuswerte. Pikachu hat eine Base Init von 90. Ich kann die Seite nicht bewegen. Ja, Pokewiki braucht dringend mal ein responsive Webdesign. Das wird es wahrscheinlich nie kriegen. Du wollen Beerensaft kaufen? Nee. Gyarados hat 81. Mhm. Also bist du auf einem gleichen Level potenziell schneller. Ja. Aber wo ist der Markt? Links unten. Aber das Gyarados ist vermutlich ein bisschen besser aufgestellt als ich. In welchen, in was für Sachen? EVs, DVs. Ob die hier EVs und DVs schon hatten? Wir sind hier nicht bei BDSP. Wo war es noch nicht? Alles vor Flori und Weideburg. Warum hast du dir eigentlich nicht gemerkt, wo man was kaufen konnte, Jan? Finde ich schon sehr schwach von dir. Ich habe mir ein bisschen gemerkt. Die Spezialdefensive von Gyarados ist gut. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass dann von Pikachu ein Donnerblitz sogar leben könnte. Deswegen ist halt die Frage, wenn ich keinen Stein finde, Leben Orb zum Damage boosten oder Fokus gut, um einen Angriff zu überleben? Ich würde sogar schon fast den Fokusgurt nehmen. Kann das Ding eine Prio-Attacke? Gyarados kann keine Prios. Sicher? Ich wüsste nicht welche. Wasserdüse? Das Ding kann keine Wasserdüse. Warum nicht? Es ist zu lahm dafür ist. Nein, warum? Du kannst legitim jeden Stein kaufen, außer den Donnerstein. Was soll denn? Gab es in Jubelstadt auch einen? Ja. Was soll denn dieser Pikachu-Hass? Wobei, gab es in Sandgemme auch? Ich glaube, in Sandgemme gab es noch keinen zweiten Shop. Ich habe jetzt jeden Stein gesehen. Außer, ich glaube, Sonnenstein habe ich noch nicht gesehen. Den gibt es bestimmt hier. Das wäre traurig. Mein armes Pika. Okay. Ich gehe nochmal in Weideburg gucken. Da ist ja auch der Herzschuppen. Ja. Ding, Dude, da, Ding Dong. Der Herzschuppen, Ding Dong. Ding Dong, zu lang. Es gibt sicher irgendwo Blitzsteine, aber in einem anderen Shop.
Blitzsteine. Blitzsteine, ja. Blitzkrieg? Wie kommt das auf Blitzkrieg, hä? Ja, Moment. Das ist auch aus dem Klatschpressenmagazin steht, weil man die Blitzscheidung, nicht der Blitzkrieg. Ich sehe das immer im Supermarkt. Wenn ich in der Kasse stehe, sind die ganzen komischen Tratschmagazine. Da ist der Sonnenstein. Ich sag's dir, Fleetbook. Fleetbook hat den Donnerstein. Mein armes Pika. War das überhaupt der hier? Ja. Willst du auch mal zu dem gehen? Ich habe keine Erdschuppen. Als ob du keine einzige hast. Keine einzige und ich kann keine kaufen, so wie du. Ich kann Meisterbälle kaufen. Das kann ich auch nicht. Was soll die Cheaterin? Kannst du cool Attacken lernen. Turbo-Tempo, Aura-Sphäre, Luftschnitt. Schon, ne? Und fliegen. Gab es im Keller von Schleier da auch noch Stuff? Ich hab keine Ahnung, ich hab da nie nachgeguckt. Da konnte ich die Meisterbälle kaufen. War das das? Ja. Guck mal, ob ich bei mir noch was Cooles kaufen kann. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber erstmal, ich hab jetzt Wasser, Feuer, Blattstein gesehen, Leuchtstein, Funkelstein, Finsterstein, Sonnenstein. Mondstein. Mondstein, ja. Alles außer Blitzsteine. Den Blitz. Ach stimmt, hier gab's ja auch noch Shops. Oh. Aber ich meine, wir waren da. Vielleicht gibt's hier ja deinen... Was wollte sie hier andrehen? Knusps. Knusp. Hier habe ich nie reingeguckt, was die noch da... Du hast da reingeguckt. Aber nicht hier beim Nachgucken. Lachgummi wird gerade einfach ein totales Monster. Obwohl, ich kann aber Kekse kaufen. Hm. Und ovalen Stein. Okay, also einen Shop gibt es hier unten zumindest noch. Du hast noch eine Chance. Ja, da gibt es da mehr als ein Item. Ja, ich glaube 6 Items waren das gerade. Ah, weil Meisterball ist auf jeden Fall eins davon. Dann hast du noch 5 Chancen. Okay, Chat. Gebt mir eure Energie. Für den Donnerstein. Liebe für Pika. Justice für Pika. Welcher war denn der Shop? Unten links. Sie hasst Pika. Es sind sogar noch 5 Items, ich hab gelogen. Deswegen muss ich mir jetzt aus Trotz noch einen Meisterball kaufen. Ja. Einfach um diesen Schmerz verkraften zu können. Dann hast du überhaupt einen Fokusgurt? Ja. Okay. Dann ist es Fokusgurt Pika dann. Ich hatte einen gesehen. Krummlöffel? Nee. Ich glaube, der bringt nicht viel. Naja. Kannst ja gleich erst geben. Noch bringt der ja nichts. Ich setze eh nicht ein. Nicht? Oder? Die ganzen Porträder. So super gut dagegen. Ich habe Angst, dass es drauf geht. Das ist meine einzige Waffe gegen Garados. Na gut. Was könnte ich denn noch so verteilen? Aber ich wollte Papinella verwenden. Das ist ja damit verbunden. Wag dich. Na gut, Papinella, dann darfst du halt nicht kämpfen. Dann packen wir unsere Haxe nach vorne. Willst du jetzt kämpfen, Junge? Ich wollte in die Arena reingehen. Hoppla, reingelegt. Ich renne dich nicht bei jedem unserer Treffen um. Wie läuft es denn so? Kräftig am Pokepäppeln deiner Pokémon wie? Dann wollen wir doch mal sehen, wie zäh ihr mittlerweile geworden seid. Oh, dann will er wirklich kämpfen? Ja. Er hat uns nicht angebumst, nee. Er hat sich zurückgehalten. Oh, Level 34. Wird ein gutes Level, der Junge. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja. Bedrohe everything. Okay. Yay! Es geht daneben. Gab's da in der Souling nicht auch mal so ein... War das auch bei Papunga oder wo war das, wo Chris sich so aufgeregt hat? Ging daneben! Ja, Mann, so. Ey!
Papunga tot! Irgendwas war da doch. Ich bin an der Arena vorbeigelaufen. Ja. Wo ist die? Oben? Ja. Das ist nicht oben. Das war oben von da, wo du gerade standest. Wollte sich wiederbeleben. Kannst meine Haxe wiederbeleben. Die trifft nämlich nichts mehr. Es wäre mir sehr lieb, wenn ich sie nicht wiederbeleben müsste. Das würde implizieren, dass sie draufgegangen ist. Guck mal, wie schön der Backsprite von Lapras ist. Aua! Doch keine Notsituation. Kann ich jetzt bitte treffen? Der war genau ein KP, der Sack! Ich meine, ich wusste ja, dass er dich nicht killen kann, aber es sieht trotzdem gruselig aus. Ponita. War das gegen Ponita? Spinat! It's your turn! Yay, ich habe jetzt einen Angsthasen erkannt. Mhm. Starter eigentlich nochmal. Dass Roselia überlebt hat. Was denn? Mein Luftschnitt. Schon frech. Schon, ne? Ach ja, das Turbo-Tempo mit dieser unglaublich schnellen Animation, ich erinnere mich. Genau das. Plieprin. Ah ja, gegen Plieprin habe ich genug dabei. Kohlroulade, mach du das mal. Sechsunddreißig. Läuft bei dem. Noch mal da keinen Impoleon? Weil er schlecht ist. Wer drückt denn da auf B? Ein Blättertanz. Der ist ein bisschen stärker. Aber ich weiß nicht, ich vermute, dass es daran liegt. Man merkt aber schon, dass wir mit Sonderbonbons hochtrainiert haben, finde ich. Dass teilweise so ein bisschen der Wumms hinter den Attacken fehlt. Dass Bonita jetzt die Aquavelle überlebt hat, zum Beispiel. Na gut. Der Hartmut. Gnocchi, machen Sie das mal. Die Sache ist, ich habe noch ein bisschen Angst, mit meinem Reptainer gleich reinzugehen, eben weil es noch nicht entwickelt ist, aber... Aber ich sag mal, bei den Vorträgern mit Reptainer wohl keine Probleme haben. Was ist, wenn aber ein Garados kommt? Das wird sicher passieren. Was mache ich denn dann? Ja. Genau das. Ich meine, ja, ich habe Pikachu mit Donnerblitz, aber was ist, wenn ich es jetzt reinschicke und dann stirbt Pikachu? Also, beziehungsweise ich habe einen Fokusgurt. Oh, nice Crit. Weil den habe ich dann halt. Für die Arena nicht mehr, für den Leiter nicht mehr. Huh. Irgendwas stimmt mit meinem Rasierblatt nicht. Wieso? Das hat auch nicht einmal getroffen. Ich schwöre, ich packe da gleich einfach eine Großlinse drauf auf dieses Bisa-Floor. Willst du was alles wissen? Ich bin jetzt leider mein Herr Marinus. Bald wird mich die ganze Welt kennen. Als den maskierten Bumser. Wait. Wie kann das sein, dass Rasierblatt mit 95% 3 von 4 Mal daneben gegangen ist heute? Du hast Pech. Du könntest einfach mich in jeden Kampf vorausschicken und ich gucke, ob ein Garados kommt oder nicht. Aber wenn eins kommt? Dann kannst du Pikachu reinschicken. Ich meine, die Sache ist, ich habe ja einen Fokusgurt. Ja. Das heißt, ich würde ja nicht sterben. Ja. Und für Marinus könnte ich immer noch den Lebenorb drauf packen. Ja. Da siehst du vor allem, wie viel Schaden so ein Donnerblitz macht. So, lass uns mal kurz gucken. Die Großlinse. Ich fange mal mit Käsespätzle an. Was? Doch, ich wollte die Items austauschen. Lass mich. So, der kleine Junge wird ja sicher kein Garados haben. Oh, wer weiß. Ich gehe mich hier erstmal rein. Ich könnte Pika auch ein Expertengut geben. Ist Expertengut besser oder ist Lebenorb besser? Lebenorb. Wie viel macht Lebenorb? 30%.
Ein Expertengut macht 20. Warum bist du so schlau? Das auswendig gelernt. Hast du dich irgendwann nachmittags hingesetzt? Ich lerne das jetzt auswendig. Aber selbst das erste Pokémon fängt schon mit 32 an. Ja. Scary. Und es war schneller. Willst du noch ein paar Level höher machen? Oder? 34? Boah. Wir dürfen ja. Ja, wir können bis 37 hoch. Aber du bist irgendwie immer so, ach ja, das reicht. Und ich so, mm-mm. Dann machen wir eben auf 34. Dann passt es besser vom Level. Okay. Dann fühlst du dich ein bisschen angenehmer.